Ich denke, wir haben über 90 Minuten vor allem gut verteidigt, gut organisiert gestanden, haben dem Gegner wenig Möglichkeiten geboten und wenn, dann haben wir den Ball noch blocken können. Das heißt, wir haben es geschafft, mit genügend Spielern hinterm Ball zu kommen und auch Druck auf den Ballbesitzenden auszuüben, sodass wir viele Umschaltmomente hatten, was ja gegen höherklassige Mannschaften enorm wichtig ist. Schade ist, dass wir die ein oder andere Aktion im Umschalten nicht mit einem Tor belohnen konnten. Aber nichtsdestotrotz, denke ich mir, haben wir ein gutes Spiel abgelegt und unser Anspruch war es einfach im Vergleich zum letzten Spiel uns zu steigern. Und das haben wir getan. Da ist jetzt zum einen, weil es weiter geregnet hat im Laufe des Spiels und zum anderen, dass wir natürlich den Platz ein bisschen umgepflügt haben, dass es zum Ende hin schon schwierig war, weil es schon sehr löchrig war. Aber ich denke mir, das ist normal jetzt in dieser Phase. Ja, jetzt in der Witterungs- bzw. in der Zeit werden wir auch in der Meisterschaft Plätze vorfinden, die in ähnlichen Zustand. Dass wir auch merken, dass wir uns von der Stelle bewegen im Vergleich zur letzten Woche. Wir haben jetzt 2,5 Wochen intensiv trainiert, in den Trainingseinheiten Gas gegeben und ich habe heute ganz klar auch den Anspruch gehabt, dass wir wesentlich selbstbewusster, effektiver und auch vor allem lauffreudiger werden wollten. Das haben wir getan und vor allem auch von der Grundaggressivität, von der Zweikampfführung her, wollten wir schon eine Schippe drauflegen und das haben die Jungs gut verinnerlicht und sich, wie gesagt, in jeden Ball reingeworfen und sich nicht vor Zweikämpfen versteckt, sondern selber auch die Zweikämpfe gesucht. Und es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Du hast einen